Die Telekom schmeißt den Turbo an beim Glasfaserausbau. Der erste Kunde in Bergen auf Rügen hat seinen Glasfaseranschluss im Haus nach nur 2 Monaten Bauzeit. So schnell waren wir noch nie. 8200 Haushalte in Bergen auf Rügen bekommen jetzt Internet mit Lichtgeschwindigkeit ins Haus. Ja, wir sind heute dabei, den ersten Kunden an unser neues Glasfasernetz anzuschließen. Weitere folgen heute auch. Und was haben wir dafür heute direkt gemacht? In den letzten Wochen haben wir schon im Tiefbau mehrere Rohrverbände verlegt. Heute verlegen wir die Glasfaser. Das heißt, wir sind mit einem Kompressor am sogenannten NVT, das ist der Netzverteiler, und blasen von dort das Glasfaserkabel auf einer Länge von hier circa 400 Metern ein und gehen damit direkt zum Kunden in die Wohnung, in das Haus, bauen dann unsere sogenannte One-Box, das ist der Glasfaserabschluss. Und das Schöne ist, der Kunde kann das Produkt heute noch nutzen. Früher wäre der Kunde vielleicht erst in 6 Monaten oder 7 Monaten ans Netz gekommen. Wie ist das Ganze passiert? Wir haben intern unsere Prozesse umgestellt, bauen jetzt mit Licht im Rücken und sorgen dafür, dass die Kunden im Bau ihr Produkt nutzen können. Im Altprozess war es immer so, dass erst alle Kunden gebaut wurden und dann erst buchbar wurden. Also wir nehmen enorm Geschwindigkeit auf. Glasfaserkunde Nummer 1 in Bergen auf Rügen ist André Tedran und seine Familie. Wir haben ja 3 Kinder, die surfen natürlich viel, die benutzen ganz viele Apps. Wir gucken natürlich Disney Plus, wir haben Sky Q, also das ist schon Wahnsinn und die brauchen alle wahnsinnig Datenvolumen. Und das war jetzt schon höchste Eisenbahn, weil es hat schon ganz schön geruckelt manchmal. Also insofern, ja, funktioniert jetzt super. Also es darf schneller werden. Sie haben jetzt erstmal 50 Mbit gebucht. Es ist ja noch mehr drin. Wollen Sie noch nachlegen? Ja, im Zuge der ganzen Überlegung, wir haben gestern nochmal Familienrat gehalten und haben mit den Kindern auch gesprochen. Die haben gesagt, ach Papa, ein bisschen mehr würde schon noch gehen. Also wir werden wahrscheinlich diese, wenn ich das richtig weiß, XXL-Variante nehmen. Dann hat man auch, wie man zum Beispiel, wenn ich mal so zeigen darf, wir haben hier 5 Millionen Fernbedienungen für Amazon und Co. Da spart man sich ja letzten Endes alles, weil man da nur noch eine hat für die Box. Und da haben wir gesagt, das wollen wir jetzt haben. Und wir können es auf 3 Geräten gucken, waren die Kinder natürlich auch froh. Sie sind jetzt Glasfaserkunde Nummer 1 hier im Bergen auf Rügen. Wie zufrieden waren Sie mit der Telekom? Wie schnell war gefühlt der Anschluss da? Also ich fand, das war schon sehr schnell. Also ich finde es auch immer noch. Im Dezember im Prinzip ging es ja los, dass man so die ersten Nachrichten gehört hat. Und wenn wir jetzt sehen, wir sind Anfang April, Ostern war auch noch dazwischen. Das ist natürlich Wahnsinn. Also ich fühle mich auch ein bisschen wie so ein VIP. Ich werde ja auch ganz mit stolzer Brust durch die Stadt laufen, denke ich mal. Damit der Glasfaserausbau nicht nur die Bergener auf Rügen, sondern Millionen von Menschen in den nächsten Jahren erreichen kann, muss vieles zusammenpassen. Schneller geht beispielsweise der Ausbau, wenn weniger tief gebaggert werden muss. Das heißt, wir verlegen nicht im Boden im Erdreich in einer Tiefe von 60 cm wie früher, sondern wie das TKG das inzwischen hergibt, auch in minderen Tiefen, zum Beispiel auf 45 cm. Außerdem haben wir in der Gemeinschaft mit der Kommune hier ein sehr schnelles Wegesicherungsverfahren gehabt. Das heißt, von unserer technischen Planung, bis es wirklich in den Baustart ging, verging hier nur wenige Wochen, sodass wir direkt loslegen konnten, nachdem der Schnee getaut ist. Der Schlüssel für den schnellen Glasfaserausbau der Telekom sind also schnelle Genehmigungsverfahren und neue Verlegemethoden, und dann bekommt der Kunde auch ganz schnell die Glasfaser ins Haus. Also es ist noch ein bisschen übrig und kann sich jetzt übers Internet bei uns melden. Wir haben eigene Blogseiten, wir haben einen sehr aktiven lokalen Telekom-Partner, der auch schon fast von Haus zu Haus geht. Kann sich auch übers Callcenter melden, also hat ganz viele Möglichkeiten, hier an die Glasfaser ranzukommen. Die Maschinerie der Telekom für den schnellen Glasfaserausbau ist angelaufen. Im Bergen auf Rügen geht es im Rekordtempo voran. Der erste Kunde hat seinen Glasfaseranschluss im Haus. Und nicht nur das, er kann sofort telefonieren, streamen und surfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns ein Like, nutzt die Kommentare unten für eure Fragen und am besten abonniert ihr gleich den Kanal. Und ich sage Tschüss von Rügen. Okay, das ist hier die Erdrakete. Mit der schießen wir durch die Erde durch, dann kommt das Glasfaser da durch und liegt dann gleich bis im Haus.